Na gut, dann gucken wir mal unsere Sandbox-Welt. Oh. Wir können fortfahren, neu starten, löschen oder abbrechen. Was ist denn bitte schön neu starten? Also genau der gleiche Seed in Anführungszeichen nochmal. Also die Karte sieht gleich aus, aber man fängt von vorne an. Ha. Nee, nee, wollen wir nicht. Wir wollen weitermachen. Und gucken, ob die Straßen gerade sind. Nein, sind sie nicht. Das ist eine sehr gute Nachricht. Also ja, es ist nur eine Kleinigkeit. Aber es zeigt mir, dass die Hersteller darauf achten, dass die alten Welten jetzt weitergemacht werden können. So, aber gut. Das Wahnsinnsmeter ist auch da. Dieses komische 1-1 ist nicht da. Und dort fehlt was. Jetzt ist es da. Na, okay. Also wurde uns nichts weggenommen. Dann gucken wir doch mal, ob was dazugekommen ist. Axt, Pickaxt, Schaufel. Nicht wirklich neu. Nö. Miner Head completed. Nein, nichts neu. Also haben wir bisher nur die Galande. Oder Girlande? Wie heißt das Ding? Das ist neu. Icebox gab es vorher schon. Forschungsmaschinen kennen wir. Waffen. Boomerang hatten wir auch schon. Nö. Mauern hatten wir auch alle. Birdcage. Bodenplatten. Oh, Cobblestones. Bau deine eigenen Straßen. Ins Nirgendwo. Brauchen wir Rocky Turf für. Und Bretter. Okay. Das könnte neu sein. Oder ich habe es letztes Mal einfach übersehen. Hier ist auch nichts neu. Magie. Das sieht viel aus. Ein Amulett. Beschützt uns vor dem Tod. Was ist das da? Nightmare Fuel. Also Albtraum-Treibstoff. Nachtlicht. Beleuchte die Nacht mit deinen Träumen. Hm. Nachtrüstung. 5 von diesem Nightmare Fuel und 3 Papyrus. Beschützt deinen Körper, aber nicht deinen Verstand. Okay. Zwischendurch eine Kleinigkeit essen. Ja. Ein dunkles Schwert. Also das muss irgendwas sein, was man recht häufig bekommt. So viele neue Sachen, wie es damit gibt. Und das war es hier aber auch schon. Hüte? Buschhut. Den kenne ich auch noch nicht. Könnte aber auch letztes Patch mit zugekommen sein. Da ist die Girlande oder Garlande, die ist neu. Nö, das war's dann wohl erstmal. Okay. Wir wollten eine Fleischstatue bauen. Wofür ich jetzt hoffentlich nicht das letzte Fleisch gegessen habe. Ne, wir brauchen nur 4. Sehr gut, wir brauchen 4 Barthaare. Das dürfen wir noch hinkriegen. 2 Flint. 2 Flint kriegen wir auch hin. So. Bretter werden wir noch mehr brauchen. Die ganzen Jacks nerven richtig. Die müssen wir über Zeit mal aussondern. Ja, wir können sie wegtreiben. Sehr gut. Weiter, 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 weiter. Klick, klick. Weiter, 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 weiter. So, jetzt bleibt... Ah, bleibt da stehen. Bleibt da stehen. Die sind doof programmiert. Nämlich intelligent. Na gut. Das probieren wir alle mal aus. Also 2 Bretter. Schnell rasieren. In der Hoffnung, dass es genug Bart ist. 1, 2, 3. Haben wir so eine Kiste? Nein, haben wir nicht. Schade. Na gut, das kommt erstmal da rein. Somit das Wichtigste an Ressourcen, was wir gerade haben. Denn die Fleischstatue ist irre wichtig. Auch wenn wir dadurch maximale Lebensenergie verlieren. Aber wir sterben halt nicht. Was ja schon mal sehr schön ist. Unser Wäldchen war hier oben. Das können wir noch kurz anpflanzen. Dann haben wir auch schon gleich wieder einen neuen Tag. Was nicht so gut ist. Die Bäume sehen noch langsam gut aus. Da können wir hinten gleich anfangen zu hacken. So.
Dankeschön. Wir brauchen auch eine neue Rüstung. Wie schaut es mit Gras aus? Dünger nehmen wir mit. Grassohlen hatten wir doch eigentlich angepflanzt. Das war gleich bei der anderen Basis. Schaufel. Du kommst mal mit. Du musst näher an die Basis. Klick, klick. Ja, hier haben wir genug. Aber das ist halt alles so verteilt. Und gerade nachts haben wir öfters mal nichts zu tun. Jetzt, wo wir die Forschungsmaschine nicht durchgehen, mit irgendwelchen Sachen füttern müssen. Da wäre es schon schick, irgendwelche Ressourcen da zu haben, die wir dann nachts abarbeiten können. Alternativ könnten wir einfach nochmal so eine... Was war das? Eine Straw Roll? Also eine Art Schlafsack bauen und gucken, ob der jetzt vielleicht permanent ist. Wäre dann ja schon praktisch. Ja, das war jetzt schon ziemlich nah dran. Na gut. Wir hätten gerne Licht und dafür verfeuern wir was? Habe ich schon mal erwähnt, dass das nervig ist. Ja, war definitiv keine gute Idee, das hier zu bauen. Also ja, ich hätte gerne Jacks in der Nähe. Aber nein, ich hätte sie gerne nicht so nah. So, Norden ist wo? Norden ist da. Gut. Ich hätte gerne dich da. Und da. Und da. Und da. Und da. Und da. Und ihr müsst alle gedüngt werden, richtig? Richtig. So. Wenn ich jetzt einen von euch anhaue, werdet ihr alle wachen. Ach ja, die Schnarchorgie wieder. Aber gut. Was wollen wir jetzt morgen machen? Erstmal kann ich ein bisschen was von dem Zeug wegsortieren. Das ist die Nicht-Biotonne. Da können die Flints wieder zurück. Die Bretter braucht man für die Fleischstatue, die wir noch nicht bauen können. Unsere Werkzeuge sind schon ganz schön weit unten. Was war das? Oh, ich glaube, da ist gerade ein Jack aufgeploppt. Also ja, wir brauchen eine neue Pickaxe, wir brauchen einen neuen Speer. Also können wir den Flint gleich hier behalten. Wir hätten gerne eine neue Pickaxe. Und wir hätten gerne einen Speer. So, der neue Speer kommt erstmal auf den Boden. Und die neue Pickaxe auch. So, die Pitchfork. Damit können wir ein bisschen rumexperimentieren. Ob wir jetzt die neuen Straßen vielleicht abbauen können. Nö, Savannah Turf. Wir brauchten Bretter und was noch für die Straßen? Boden, Flooring, Cobblestone da. Wir brauchen Rocky Turf. Also wenn das hier Rocky, also nicht Rocky ist, dann weiß ich auch nicht. Aber nee, das ist der ganz Bodensatz. Wahrscheinlich ist... Gute Frage. Da, wo die Steine normalerweise sind? Na gut, müssen wir im Auge behalten. Die ganze Savanne hier nehme ich erstmal weg. Das ist nämlich gutes Brennmaterial. Und momentan weiß ich noch nicht, wofür die Savanne da ist. Vielleicht für die Bisons. Aber die will ich ja eh ein bisschen weiter außerhalb haben. Kann ich noch irgendwo buddeln, wo es nicht dunkel ist? Hier. So. Das ist wieder alles eingelagert. Sehr schön. Also, was brauchen wir als nächstes? Wir brauchen alles. Wir brauchen sehr viel Dünger. Ich wollte Holz hacken. Zentimeter ist gleich wieder oben. Wir haben in der Nacht 15 Geistesgesundheit verloren. Das klingt soweit okay. Ich meine, das regeneriert sich ja anscheinend recht schnell wieder hoch. Oder auch nicht. Ist immer noch bei 85. Da sollte man ein Auge drauf behalten. Vielleicht ist das ja nur im Adventure-Modus so einfach. Und hier in der normalen Sandbox-Welt ist es ein bisschen schwerer. Also so wie es im Tutorial-Schritt Nummer XYZ ist. Gucken wir gleich mal. Zack, kaputt. Jo, immer noch 85. Das ist doch mal schön. Also es wird auf jeden Fall noch anspruchsvoll bleiben. Neue Axt. Chop, 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 chop. Oh, und noch eine Sache, die ich ausprobieren wollte, was ich gar nicht wirklich wahrgenommen habe vorher. Man kann mit WASD steuern. Das
fühlt sich richtig komisch an. Okay. Dann macht es auch wesentlich mehr Sinn mit der Leertaste. Heißt, man läuft einfach nur rum und drückt Leertaste. Komisch. Vorher war das so ein bisschen distanzierter mit der Maus. Als wenn ich so ein Puppenspieler wäre und dann Wilson durch die Gegend schicke. Mit WASD bin ich selber Wilson, das ist nicht so toll irgendwie. Aber na gut. Die Straßen, genau. Sind die jetzt überall schnell oder nur, wenn ich genau diesem komischen, hubbeligen Weg folge? Ne, ich muss echt auf diesem hubbeligen Weg bleiben und immer zickzack laufen. Na gut. Und hier unten haben wir noch eine Jagdherde. Das ist doch vielversprechend. Ah, ich habe Hunger, wir wollen das gute Fleisch nicht essen. Nee, nee. Weg da. Also ja, wir müssen die Jacks alle nach und nach umbringen. Da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Wir brauchen erstmal Feuer. Nee. So. Das heißt, das probieren wir jetzt erstmal. Letztes Mal hat es ja nicht ganz so gut geklappt. Aber vielleicht wird es diesmal besser. Also wir schnappen uns einfach unseren Speer, unsere Rüstung und treiben nochmal so ein Jagdjunges in der Ecke. Und gucken, ob wir das irgendwie erledigen können. Wir sind inzwischen so bei 87. Das heißt, wir werden es nicht bis zum Sonnenuntergang schaffen, wieder auf voll zu kommen. Ah, das ist sehr schön. Das heißt, es gibt einen Countdown quasi. Wenn wir also nichts machen, um unseren Wahnsinnsmeter wieder aufzufüllen, dann werden wir in x Tagen wahnsinnig. Das sah ja eklig aus. Aber gut, wir wollen Yaks jagen. So. Die lassen wir mal hier. So, du bist noch klein. Müssen wir nur darauf achten, dass wir ihn nicht zu der anderen Herde schicken. Und wie kriegen wir dich stillgestanden? Oh, es gab doch Brücken. So, isst du Honig? Isst du Jagdfleisch? Gras haben wir natürlich nicht dabei. Bleib mal da in der Ecke. Ich brauche Gras und Dünger. Ha, hatten die vorher schon so eine richtig krassen, unterschiedlichen Stufen in der Größe? Ich hätte schwören können, die wären alle einheitlich ungefähr so groß gewesen. Und nicht so mini klein, dann so und so weiter. Ha. Na gut. Zurück zu unserem Gefangenen. Also dem Verbackten, wenn er denn verbackt ist. Oh, du bist ein richtiger Jack geworden. Umso besser. Stimmt. So, au. So kann man es natürlich auch machen. Natürlich kein Platz. Wäre ja auch zu praktisch gewesen, vorher das Inventar auszumüllen. So. Das dürfte noch ein paar Tage reichen. Sehr gut. Njam, njam, njam. Njam, njam, njam. Und wir haben gesagt, ich habe echt eine Axt gebaut, obwohl wir eine Golde hatten, ne? Ach ja. Aber na gut, also die Axt kann man auch noch hier von unserem Werkzeug kaufen. Und es wird spät. Okay. Zack. Holz kann alles dahin. 1, 2, 3, 4. Was kann dahin? So. Wir haben Dünger. Wir haben ganz viel Fleisch zu kochen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die Stickies wachsen alle. Sehr schön. Mal gucken, wann die gedüngt werden müssen. So. Kann ich jetzt euch auch noch irgendwie... Ich kann sie verschieben, aber das dauert echt zu lange, wenn ich so einen Jack von der Herde wegschiebe. Wir könnten eine ganze Horde von Schweinekriegern uns anzüchten und dann mit den Schweinekriegern die Jack-Horden überfallen. Wir hätten wieder so einen epischen Kampf, aber nee, speichern wir erstmal ab. Und bis gleich.